herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Miga Caravan in Dinkelsbühl. Ja, Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei, die Zeiten gehen wieder los, alles fängt wieder von vorne an. Wir haben wieder, ja, einiges vor. Wir haben zwar offiziell noch den Laden geschlossen, den machen wir erst am 10. wieder auf. Inoffiziell sind wir aber schon hinten in der Werkstatt natürlich voll in Action und am Arbeiten, ganz klar. Aber hier am Laden müssen wir nur zulassen, weil wir komplette Inventur machen müssen. Und das muss alles gezählt werden und die Kasse und das ist alles ein bisschen aufwendig. Da braucht man dann auch ein bisschen Ruhe. Und darum machen wir unseren Laden erst wieder am 10. Januar auf. Da sind wir wieder für euch da. Aber wie gesagt, die Werkstatt, wir haben ja noch Autos da stehen, sind wir fleißig am Arbeiten und da geht es auch schon wieder richtig los. Ja, auch haben wir neue Mitarbeiter, ein Kfz-Meister, ein Elektrofachmeister, einer kommt noch, nochmal ein Kfz-Meister, also echt top. Und da zeige ich euch gleich auch schon die ersten Arbeiten, wie es so vorwärts ging mit dem Knaus. Ganz toll, der wird, mache ich morgen fertig. Ganz, ganz tolles Automon und das zeige ich euch gleich. Und ihr habt ja alle verfolgt unseren Campingausflug im Winter, unseren Weihnachtsausflug. Der war mega toll, also hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und dafür euch auch nochmal lieben Dank an alle, die dabei waren und so ein bisschen ihr Auto geschmückt haben. Das war super, super geil. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß, ich habe es in meinem letzten Video schon gesagt, wo ich so einen kleinen Einblick gegeben habe. Aber ich musste es einfach nochmal loswerden, weil es einfach echt mega war. Also das ist was, was hier halt drin sitzt. Und ich finde es immer ganz toll, wenn man Menschen da so sieht und kennenlernt und ein paar Leute mitmachen. Finde ich immer mega toll. So, aber jetzt genug mit dem Gequassel. Ich würde sagen, wir verduften uns mal in die Werkstatt und schauen uns das da hinten alles mal an. Auf geht's! So, jetzt sind wir schon hier in dem Knaus und ihr seht, hier fangen wir schon an mit dem Display über den, für den Wechselrichter, für die Kombi vom WCS. Ich glaube, ich habe es euch schon mal richtig erklärt. Nur noch mal zur Auffrischung. Das ist relativ, ja, soll man sagen, einfach erklärendes Display. Wir haben hier mehrere Funktionen. Eins natürlich einschalten, zwei ausschalten, null ausschalten, zwei Standby. Dann haben wir hier das Rädchen für die Landstrombegrenzung. Landstrombegrenzung heißt, wenn der Stellplatz mal etwas schwächer abgesichert ist, dann drehe ich hier einfach auf die entsprechende Sicherung, wo eben der Stellplatz abgesichert ist. Und dann nimmt er den restlichen Strom, was noch fehlt, aus meiner Batterie und führt die paar Sekunden, Minuten, wo ich das brauche. Und danach lädt er meine Batterie auch gleich wieder auf, weil es ist ja eine Kombi inklusive Ladegerät. Also eine ganz tolle Geschichte. Und hier sehe ich dann immer, was Sache ist, was da abgeht. Und aber habt ihr ja schon genug gesehen oder schon oft genug gesehen bei uns auf dem Kanal. Dann hat das Fahrzeug eine tolle Solaranlage gekriegt. Dann haben wir hier, sind wir reingegangen, da haben wir den Schrank hier dazu benutzt. Ich muss jetzt da bloß mal reinleuchten. Da haben wir hier den Kabelkanal runtergelegt, also richtig sauber, professionell haben sie das gemacht, schaut richtig klasse aus. Oben die Dachdurchführung, damit man hier keine wilden Kabel sieht, alles top. Und nach unten geführt und alles nach hinten, weil bei dem Knaus ist die komplette elektrische Verteilung unten, also hinten im Fahrzeug, was von Vorteil ist, weil da hat man dann ein bisschen Platz. Ja, dann hat er Alarmanlage gekriegt von Tetronic. Das habt ihr ja schon mal gesehen, das brauche ich jetzt nicht näher zeigen. Da unten ist noch offen, weil da müssen wir nur den Booster und Sensorleitungen anschließen. Die liegen schon alle, die werden jetzt nur noch angeklemmt und dann geht es da auch schon weiter. Und dann haben wir noch zweimal Lithium-Batterien verbaut und ja, dann die Solaranlage. Also, jetzt schauen wir mal erst aufs Dach, weil da haben wir dann auch noch was verbaut, nämlich eine LTE-Antenne. Dann nehme ich euch mal mit hoch. Hier haben wir zwei Platten.
drei Platten vom WCS verbaut. Hier haben wir die 2x125 Watt Actifier. Hier haben wir dann noch einen Platz gefunden für die 75 Watt. Wir könnten jetzt nochmals um eine erweitern, wenn es denn wirklich nötig ist. Den Platz haben wir noch da. Überhaupt kein Problem. Hier haben wir die saubere Dachdurchführung gemacht, Kabelkanal sauber reingelegt. Und hier auf der Seite haben wir die LTE-Antenne verbaut, die hier mal ohne Halter aufsitzt, ist aber von uns sauber eingedichtet worden natürlich. Bloß das hat sauber gepasst, dass wir unten genau in dem richtigen Schrank rauskommen. Und optisch schaut es halt auch schön aus. Außen haben wir auch den schönen Dichtring und sauber durchgeführt. Und deswegen haben wir es das mal ohne Halter gemacht. Hat gut geklappt, weil wir sonst, hätte man nochmal extra Dachdurchführung machen müssen. Das wäre ja Quatsch gewesen und der Halter trägt dann auch nochmal auf. Also so hat es super hingehaut. Ja, das haben wir hier auf dem Dach gemacht. Also auch das Dach, richtig schön, kann man sehen lassen. Und jetzt schauen wir mal in unseren Elektrokasten, der noch nicht fertig ist, aber schon sehr viel zu erkennen ist. Ihr seht's, also es schaut hier natürlich noch wüst aus. Musste man natürlich auch alles abändern, weil hier waren zwei nebeneinander gestanden, 2x95 AGM. Der Kunde wollte 2x Lithium vom WCS, die stehen hier. Die kommen jetzt hier unten in das Fach rein. Eine kommt hier unten in das Fach rein, eine wird hier aufgestellt. Und somit können wir das dann sauber mit die Kabel dementsprechend verlegen. Und das machen wir dann morgen fertig. Dann kommt hier noch eine Blende her, ratzfatz, damit es natürlich hinten, damit es sauber passt. Und da, wo meine Hand ist, wo die Aussparung ist, da kommt noch der Hauptschalter hin. Und dann ist es richtig sauber, alles verbaut. Natürlich zeige ich das euch auch noch, wenn es fertig ist morgen. Aber dann ist das alles top. Das da oben sind nur die Temperatursensoren. Hier haben wir den zweiten FI verbaut. Da haben wir die ganzen Anschlüsse gemacht, sind dann auch schön sauber nach hinten weg. Also schaut richtig klasse aus. Und hier haben wir die tolle Verteilung gemacht. Einmal Plusverteilung, einmal Minusverteilung. Da unten ist die Plus, da oben ist die Masseverteilung, damit es ordentlich alles ausschaut und richtig gut wirkt. Also ich finde, das ist eine richtige schöne Augenweide. Also wenn wir da wirklich fertig sind, schaut es einfach geil aus. Also wenn da alles richtig drin ist und sitzt. Und hier haben wir den Booster verbaut. Der hat auch schön hergepasst hier auf der Seite, weil jetzt können wir nämlich hier schön herdrücken. Wird natürlich auch noch alles schön gemacht, verblendet alles noch, dass das richtig schick ausschaut. Die Kabelschutzschleudinger kommen noch rum, damit das alles wirklich perfekt ist. Und hier oben haben wir die zwei Solarregler verbaut. Hier seht ihr sie. Auch hier sind wir mit den Kabel gleich nach hinten weg, damit man gar nicht groß was sieht, keine Kabelkanäle braucht. Dann haben wir hier die Bluetooth-Dongel mit reingemacht, auch nach hinten weg. Also ich finde, es schaut einfach nur mega toll aus und ist ein richtig klasse Umbau geworden. Und morgen wird jetzt der Rest noch gar fertig gemacht. Dann machen wir auch noch eine kleine Beleuchtung rein, damit man natürlich, wenn man da mal was machen muss, auch ein bisschen Licht hat. Und damit das alles passt, dann haben wir hier noch einen kleinen Plan dafür gemacht, damit wir alles beschriften ordentlich und damit es richtig sauber ist. Und dann, ja, dann ist das alles top und fertig. Da sind nur ein paar Kleinigkeiten, wie hier zum Beispiel, ist nur Ansteuerung von der Hubstützenanlage. Ja, da ist jetzt leider keine Sicherung drin, da bauen wir jetzt natürlich nur Sicherung rein. Dann haben wir hier nur Sensorleitung, da ist auch keine Sicherung drin, da kommt auch noch Sicherung drauf. Also das machen wir alles richtig, das ist richtig geschickt. Dafür haben wir jetzt auch einen Elektromeister, der das dann alles kann und das ist schon echt eine tolle Sache. Und der Kasten ist schon richtig toll geworden. Also gefällt mir. Und ja, morgen wird das Auto fertig, Freitag wird er geholt. Und dann stehen auch schon wieder die nächsten vor der Tür und dann geht es auch schon wieder weiter. Hier haben wir unsere Hubstützensäulen mal aufgebaut. Zwei Stück haben wir schon mal montiert von der Firma Blitz. Also haben da hinten nochmal zwei Stück, dann kriegen wir noch einen Schwerlastbock, dass wir Auto auch mal richtig abstellen können, wenn es denn ist. Also richtig tolle Sache,
da freue ich mich auch schon, dass die jetzt endlich da sind, weil mit Standheizungen und so weiter, Dieselluftheizung und, ist das echt manchmal schön. Wenn man es auch bloß einen halben Meter anheben kann, man tut sich einfach leichter unterm Auto, da mal ein Kabel zu verlegen oder sonst was, das macht einfach mehr Spaß, das ist einfach besser. Da freue ich mich auch drauf morgen, oder mal gucken, morgen werde ich es nicht schaffen, aber am Freitag werden wir hier die nächsten zwei Nucker aufbauen und dann ist es auch wieder top erledigt und dann haben wir endlich eine schöne Hubstützenanlage, dann können wir die auch wieder nutzen. Tolle Geschichte. Jo, das war's jetzt im Kurzen aus der Werkstatt, was wir hier alles haben und schon wieder gemacht haben in die letzten zwei Tage, ist schon wieder richtig voll zur Sache gegangen, tolle Geschichte und ja, da freuen wir uns schon auf unsere nächsten Projekte. Ja, war wieder richtig, richtig spannend, das Projekt und macht da wieder richtig Spaß, so ein Fahrzeug zu bauen, muss ich wirklich sagen. Aber wie kommt es denn eigentlich dazu, wie wir ausbalancieren, was der Kunde wirklich effektiv braucht oder möchte, sagen wir es mal so. Ich kriege immer ganz viele E-Mails, kann ich mal ein Angebot haben für eine Solaranlage. Vielleicht bin ich da ein bisschen, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Exot auf dem Markt oder ich weiß es nicht. Ich jedenfalls kann kein Angebot einfach für eine Solaranlage machen. Mir fehlen dazu immer ganz viele Angaben. Das Wichtige ist nämlich ja, dass ihr, wenn ihr eine Solaranlage bekommt oder eine Solaranlage wollt, habt ihr ja ein Ziel. Und dieses Ziel muss ich ja wissen. Was möchte ich denn erreichen mit einer Solaranlage? Denn das Ziel einer Solaranlage bzw. nennen wir es einfach mal von so einem Umbau, ist ja eine gewisse Autarkie zu erreichen. Und die gewisse Autarkie, um eine gewisse Autarkie zu erreichen, muss ich ja verschiedene Parameter wissen. Ich muss einmal wissen, wie lang wollt ihr denn eigentlich autark stehen? Also autark stehen heißt ja komplett frei, weg vom Strom, von mir aus wild im Wald oder am Stellplatz ohne Stromanschluss oder wie viele Tage sollte das Fahrzeug können? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, welche Gerätschaften werden denn eigentlich betrieben? Was soll denn alles mit Strom betrieben werden? Wie lang soll es betrieben werden? Was muss alles funktionieren? Und das dritte ist ein Wechselrichter verbaut? Wenn ja, wie stark ist der Wechselrichter? Sollen E-Bikes geladen werden? Sollen Fotoausrüstung, Computer und so weiter geladen werden? Wie ist euer Campingverhalten? Und wohin fahrt ihr hauptsächlich in Urlaub? Oder fahrt ihr überall? Fahrt ihr nur in den Süden oder fahrt ihr ausschließlich in den Norden? Jetzt mag den einen oder anderen das vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, aber das sind alles Parameter, die ich brauche, um euch eine Solaranlage zu errechnen, die auch wirklich für euch gemacht ist. Weil ich persönlich halte nichts davon, euch das Dach voll zu pflastern für was gar nicht gebraucht wird. Denn warum soll ich euch, keine Ahnung, 1000 Watt aufs Dach machen, wenn ich die nie nutze, weil ich ja gar keinen, sag jetzt einfach mal, Wechselrichter verbaut habe und überhaupt keine 230 Volt habe und eigentlich nur 12 Volt Lämpchen nutze und mein Campingverhalten dementsprechend ja ganz anders ist. Warum soll ich euch einen Ladebooster verbauen, der sehr effizient und sehr viel bringt, wenn ihr mit eurem Wohnmobil wohlgemerkt an einem Tag an einen Urlaubsort fahrt, dort 3 Wochen lang steht und danach wieder heimfahrt? Braucht ihr keinen Ladebooster, also keinen besonderen. Also da braucht ihr einfach nicht, weil der dann gar nicht wirklich den Nutzen erfüllt, wo er wirklich braucht. Und für mich ist da das Zauberwort einfach, eine Bedarfsanalyse zu machen. Was ist der Bedarf? Und das muss ich analysieren, um wirklich zu wissen, was ich euch empfehle oder beziehungsweise wie man so ein Auto ausstattet. Dann geht es ja auch weiter, was viele immer vergessen in der Autarkie. Wir haben ja den limitierenden Faktor Toilette und Wasser.
der kommt ja auch noch dazu. Natürlich bei größeren Fahrzeugen ist der weitaus höher angesetzt, weil die haben natürlich auch wesentlich größere Tanks. Vorgestern war es erst bei der Firma Concord und habe mit denen ein langes Gespräch geführt und habe mit denen auch über ein Auto philosophiert. Und da ist mein Frischwassertank mit 320 Liter drin. Das ist natürlich super. Da kann man natürlich länger autark stehen. Da funktioniert es auch. Aber in unserem normalen Standardwohnmobilen haben wir meist zwischen 80 und 100 Liter, 120 Liter Frischwasser. Hält für zwei erwachsene Personen, je nachdem, zwischen 3-4 Tage vielleicht. Je nachdem, wie viel das man verschwendet oder wie verschwenderisch das man ist. Und somit habe ich hier schon mal einen limitierenden Faktor, wo ich mich spätestens, wenn das Wasser leer ist, der Abwassertank voll ist, wieder bewegen muss. Also, das alles spielt eine große Rolle, damit man das alles richtig rechnet und richtig darstellt. Strombedarf gibt es immer so Faustregeln, vor denen ich heutzutage gar nicht mehr so viel halt, weil eine Faustregel heißt, ca. 30 bis 40 Ampere Stunden braucht so ein Fahrzeug, braucht man am Tag in so einem Fahrzeug. Glaube ich nicht mehr, dass das so zutrifft, weil die Wünsche von den Campern alle so unterschiedlich sind wie nur was. Der eine hat, wie gesagt, keinen Wechselrichter, hat nur 12 Volt, vielleicht ein bisschen Fernseh gucken, da mag das natürlich zutreffen. Beim nächsten muss aber der Wasserkocher funktionieren, weil dann trinkt er abends nur 3 Cappuccino und Handy und Laptop und Fotoausrüstung muss geladen werden, dann funktioniert das schon wieder gar nicht mehr. Dann sind wir schon bei ganz andere Dimensionen. Und das muss eben alles wirklich berücksichtigt werden. Das ist ganz wichtig. Um dann die entsprechenden Gerätschaften, die entsprechende Ausrüstung, die entsprechende Solaranlage dann verbauen zu dürfen und zu können. Weil ihr wollt ja Spaß haben damit und es soll ja auch dann der Ertrag, den ihr verbraucht, über die Solaranlage wieder reingeholt werden. Zumindest im Großen und Ganzen. Das ist der Sinn. Plus Reserven, wo man mit berücksichtigen muss. Und dann wird das alles richtig funktionieren und dann habe ich auch Spaß dran. Also bitte, wenn ihr Neufahrzeuge bestellt oder kauft, ich will euch nichts abraten, aber wenn dann so Pauschalangebot für 500 Euro 200 Watt Solaranlage, lasst die Finger davon. Es ist Quatsch. Meist sind es Platten, die minderwertig sind, die vom Ertrag her sowieso nicht so richtig gut sind. Und ihr wisst ja noch gar nicht wirklich, wie viel ihr braucht. Und dann fangt ihr eventuell oder in den meisten Fällen ja zweimal an, weil ganz oft habe ich es ja hier. Wir haben zwar ein oder zwei Platten oben, aber bringt alles nichts. Alles Quatsch, alles Soße, es kommt nichts runter oder reicht nicht oder. Denn meist kommt ja die Umrüstung auf Lithium und dann brauche ich natürlich auch ein bisschen Strom und dann will ich ja das von oben wieder haben und dann ist das eigentlich Geld, wo man sparen kann. Ist meine Meinung, ist meine persönliche Meinung. Lasst euch anständig beraten. Da gibt es mittlerweile, sage ich jetzt einfach, auch genügend Kollegen, die das top machen und euch da mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch wir natürlich. Und dann kommt das richtige Konzept zugeschnitten auf euer Fahrzeug, auf euer Campingverhalten und dann funktioniert es auch wirklich top. Und dann macht es auch richtig Spaß. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal mitteilen. Bitte wirklich kräftig in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht in der Autarg, was eure Erfahrungen sind, was ihr erlebt habt, wie eure Ausrichtung ist. Würde mich brennend interessieren. Macht wieder mal Spaß, auch mit euch so ein bisschen Interaktion zu betreiben, weil es auch interessant für mich ist, was eure Belange sind. Und da bitte ich wirklich, wünsche ich mir ganz arg, wirklich richtig kräftig reinschreiben unten in die Kommentare, wie eure Ausstattung ist, was ihr habt, wie ihr zurechtkommt, habt ihr genug, wie die Erfahrungen da liegen. Auch wenn man mal bei Neukauf schon Platten drauf hatte, wie da die Erfahrung liegt, würde mich auch interessieren. Und
Ich lese das auch immer hundertprozentig alles durch. Dauert zwar manchmal ein bisschen, aber auch antworte ich schließlich, wenn es was zu antworten gibt. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Natürlich auch über ein Like. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Freue ich mich natürlich auch. Wie auch über ein Abo von euch, damit ihr hier nichts mehr verpasst und bei uns immer dabei seid auf dem Kanal. Und ich verspreche euch, dieses Jahr wird es wirklich kunterbunt. Wir werden ganz, ganz viele Ereignisse hier haben. Es werden sich viele Dinge ergeben, Ereignisse überschlagen, tolle Sachen. Und wir jetzt, wir haben 3 neue Mitarbeiter. Der eine fängt nur im Februar an. Jetzt haben wir ab Januar 2 neue Mitarbeiter. Top Leute. Und da werden wir auch ganz tolle Arbeiten sehen. Und da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Also, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Fürs Dabeisein, für uns folgen und uns immer wieder gucken. Und ich danke euch auch für die schöne Zeit hier auf dem Kanal mit euch. Und bitte bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich hoffe auch, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen auf alle Fälle regelmäßig wieder. Winterpause oder Weihnachtspause ist vorbei. Jetzt geht es wieder richtig an den Speck. Jetzt müssen wir wieder richtig ran. Und ich freue mich tierisch drauf. Also, macht es gut. Ganz liebe Grüße aus Dingisbühl. Und ich schnipp mich mal wieder weg. Also, bis bald. Ciao, ciao.